Heute, ich werde mich eine ganze Woche nur von meinen Resten ernähren. Alles, was ich irgendwo in den hintersten Ecken meiner Schränke finde, ist erlaubt. Das ist auf jeden Fall am 14. Dezember 2021 abgelaufen. Nicht erlaubt ist es, in der Zeit einkaufen zu gehen oder etwas von draußen zu essen. Ich fühle mich gerade, als wäre ich der erste Mensch, der irgendwie kocht. Erst dachte ich, es wird leicht. Scheiße, wie kriege ich das aus? Doch sieh selbst, was mir alles in dieser Zeit so passiert ist. What the? Ich fühle mich gerade wie straight up bei einer Bürgerprüfung. Peace, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Krameli. Und falls du diesen Channel noch nicht abonniert hast und noch nicht Teil der Caramello, okay, Caramella Crew bist, dann kannst du auf jeden Fall einfach diesen Channel abonnieren, die Glocke hitten. Dann, ja, man verpasst auf jeden Fall nichts mehr, denn es wird großartig. Es kommen kontinuierlich Videos und ich habe mir heute wieder was überlegt. Wir werden ein neues Ein-Wochen-Experiment starten und ich war gestern in meiner Küche, habe so ein bisschen aufgeräumt und dann habe ich das gesehen. Hier, das sieht jetzt richtig scheiße und eklig aus. Auf jeden Fall ist mir da so ein Behälter Öl ausgelaufen und ich war so, oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Das sieht so ekelhaft aus. Also wirklich, da ist überall Öl und dann sind alle Gewürze so voll verpegt und dann habe ich da auch mein Müll reingeschmissen. Dann habe ich das durchgeguckt und ich war so, hä, was habe ich eigentlich alles? Ich habe so viele Reste. Ich werde das niemals benutzen. Und dann kam mir die Idee. Ich werde mich eine Woche lang nur von meinen Resten, die ich jetzt, ab jetzt noch zu Hause habe, ernähren. Ich war vor 2 Tagen einkaufen. Also mein Kühlschrank ist nicht so voll. Wir können ja mal, also doch, er ist schon voll. Ich will nichts sagen. Aber er ist nicht so voll wie sonst immer. Hier sind noch Ingwer-Shots. Also das, nee, das werde ich auch niemals trinken. Stell dir vor, ich muss am Ende der 7 Tage muss ich die Ingwer-Shots trinken, weil ich nichts anderes mehr habe. Das wäre so absolut Horror. Ich tue jetzt erstmal alle Sachen, die sich hier in meinen Schränken verstecken. Es gibt ja nicht nur Schränke, die kühl sind, sondern es gibt bei mir auch noch Schränke, die nicht so kühl sind. Ich sag ehrlich, ich weiß nicht, ich wohne seit einem Jahr hier und hier sind Dinge drin. Ich weiß nicht mehr. Wir räumen das jetzt alles mal auf. Popcorn-Reis. Ich muss hier mal hoch und auf, weil hier... Oh nee. Ich sehe schon, am Ende ernähre ich mich von meiner 4,5 Kilo Toblerone. Oder vielleicht von diesen Fruchtbonbons. Kennst du richtig diese billigen Bonbons? Aber die sind lecker. Also das ist ja auch was zu essen. Das nehmen wir auch schon. Kartoffeln. Also davon kann man sich ja schon alleine 2 Tage ernähren. Oh mein Gottes! Merci Schokolade und wer hat das Original Karamell? Ey, ich sag's euch, ich habe das alles vergessen, ne, was ich hier habe. Ich habe wirklich gar keine Ordnung hier drin. Ne? Das ist so eine Sache. Ich finde es scheiße, Lebensmittel wegzuschmeißen. Aber ich würde sie auch eigentlich niemals essen. Das ist so... Cognac-Nudeln sind das. Vielleicht kommen wir dazu. Oh mein Gott, vielleicht komme ich diese Woche endlich mal dazu, was mit meinem Flammenwerfer zu machen. Die habe ich nämlich extra für Weihnachten gekauft, um Crème Brûlée zu machen mit so einer krustigen Karamellschicht. Gut, dann würde ich sagen, räumen wir erstmal alles aus. Nein! Ich hasse das, deswegen gucke ich auch nie in diese Schränke rein, weil immer irgendwas rausfällt. Och Mann. Ich habe jetzt gerade wirklich sage und schreibe 16 Minuten gebraucht, um aus den ganzen Schränken meine Lebensmittel auszuräumen. Und ich bin wirklich schockiert, wer das ausmaß. Ich weiß gar nicht, ich frage mich immer, warum passt nichts in meine Schränke? Was ist das denn alles? Ich sehe so aus, als würde ich, also damit kann ich ja einen Monat lang leben. Habe ich jetzt gerade das Gefühl. Das ist ja so unfassbar viel. Jetzt sind hier mir gerade noch diese Kackbeinchen rausgefallen, Alter. Jetzt ist das so viel, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Ich bin auch super schlecht im Planen und Koordinieren, habe ich das Gefühl. Guck mal, wie viele Pringles. Ich habe 4 Dosen Kokosmilch. Ich kaufe jedes Mal beim Einkaufen eine neue, weil ich denke, ich habe keine Kokosmilch mehr. Ich habe einfach XXXXXXL Spaghetti gefunden. Wie kann man sowas übersehen, obwohl die so groß sind? Das sind also, das ist wie beim Kleiderschrank. Man sagt immer, man hat nichts zum Anziehen, aber man hat eigentlich mehr als genug. Ich bin gerade überfordert und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, jetzt am Anfang wird es noch leicht sein. Ich werde jetzt erstmal, glaube ich, so diese ganzen frischen Sachen aufbrauchen. Also hier ist noch so eine angefangene Avocado, so ein angefangener Lachs. Ich habe kein Brot oder so. Ist nicht Brot? Nee, ich esse das einfach mit. Oh Gott, das ist voll kompliziert. Diese Ingwerknolle hat sich schon ein neues Leben organisiert. Also ich bin echt schlecht im Verwerten, wie man sieht. Das geht noch. Diese Kartoffel ist auch schon ein bisschen flauschig an der einen Seite. Das ist so eklig. Die ist einfach verschimmelt. Diese Banane hat auch schon bessere Tage gesehen, aber die werden wir jetzt noch verwerten. Vielleicht machen wir so Pancakes? Also das sieht jetzt noch viel aus. Ich habe mir jetzt nochmal einen Überblick verschafft. Das sind alles so angefangene Sachen. Oder halt so über die Reste, so eine halbe Avocado, angefangene Datteln, 4 Kohlrabi. Ich darf jetzt nicht mehr einkaufen, nicht draußen essen, mir von irgendwem was bringen lassen oder sonst was. Ich stehe seit 10 Minuten hier und weiß nicht, was ich machen soll. Mir fällt immer ein Gericht ein und dann denke ich an die nächste Zutat und dann, die gibt's nicht. Alter, ich habe Paniermehl, ich habe Hähnchen. Man könnte so Schnitzel mit Eiern da draus machen. Dann dachte ich so mit Soße Hollandaise und Spargel. Nee, genau das ist nämlich das Ding. Jetzt würde ich nämlich einkaufen gehen. Und jetzt, das ist die Challenge. Jetzt muss ich hier einfach was rausfinden. Mit Schnitzel, mit Soße, Champignonsoße, Champignons habe ich nicht. Mit Kartoffeln. Man kann Pommes ja einfach selber machen. Ich mache einen Dip. Das ist es. Ich habe hier noch Sahnejoghurt. Dann machen wir da ein bisschen Honig damit rein und dann Geheimzutat, Senf. Das Ding ist, von Tag zu Tag gehen mehr von diesen Grundsachen weg. Ich habe nur noch so richtig random Sachen. So Nutella, Chips, Champagner. Ich starte mit dem ersten Mehl. Ich glaube, das wird geil. Das wird alles einfach so Freestyle. Ich hatte original 2 Eier. Jetzt habe ich keine mehr. Jetzt kann ich nicht mal mehr morgen Pancakes oder sowas machen. Es ist, glaube ich, schlau, zuerst die Kartoffeln zu schneiden, weil wir wachsen schon so Kinder von denen, weil die müssen länger in den Ofen. Das wird lecker.
Ich weiß nicht, wie lange ich diesen... Ich kann einfach nicht kochen. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Senf schon habe, aber irgendwas ist komisch mit dem. Da ist einfach so Senfflüssigkeit rausgekommen, aber egal. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Honig rein und es ist super lecker. Die Kartoffeln brutzeln und dieser Dip hier ist schon fertig. Das ist quasi wie Soße oder nie. Ich mach das auch alles richtig Freestyle, weil ich das, glaube ich, irgendwann mal bei meiner Mom gesehen habe. Und jetzt hier rein. Ich hab Angst. Und jetzt müssen wir theoretisch nur noch warten und dann kann man endlich essen. Das Ganze hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Ich muss das ja auch irgendwie in meinen Alltag integrieren. Also ich habe auch oft einfach nicht so viel Zeit, deswegen, ja, hole ich mir was von draußen. Aber ich muss jetzt 7 Tage lang kochen. Also ich find's heftig. Also es sieht aus wie von einem Sternekoch. Diese Kartoffeln. Boah. Also ich finde es gerade heftig. Hä? Ich wäre da irgendwie nicht drauf gekommen, weil das Ding ist, steht alles hinten in den Schränken drin und man hat gar keinen Überblick. Aber jetzt, wenn man das alles mal so gesehen hat, was man überhaupt hat, übel das geile Gewicht. Ich habe auch noch Ketchup. Ich kann einfach kochen. Es ist 18.37 Uhr und das bedeutet, das ist Zeit für Pancakes. Ganz klare Sache. Ich habe keine Eier mehr. Ich finde es krass, dass ich nicht einfach einkaufen gehen kann. Aber ich habe wenigstens noch diese Alpro-Sojamilch. Ich habe die schon echt lange nicht mehr geöffnet. Die kann, boah, die kann auf jeden Fall weg, Alter. Das ist ja widerlich. Das bedeutet, wir haben auch keine, ja, kein milchhaltiges Hafergetränk für die nächsten 7 Tage. Okay. Das macht keinen Sinn. Ich habe jetzt irgendwie richtig Bock auf Süßes, deswegen machen wir uns einfach ein Porridge mit so ein paar Toppings. Weil von Toppings habe ich wirklich viele. Guck mal, das sind zum Beispiel also Walnüsse oder auch Haferflocken. Dried him and her berry. Ich bin ja schon so eine kleine Feministin, ne? Schmeckt gar nicht. Was das denn? Wenn das alles drauf ist, mache ich auch noch ein paar Kakaonips, weil die sind ja auch gut für irgendwas. Ja, Mann, und dann ist eigentlich die Porridge Bowl fertig. Übel sick, übel leicht. Also das ist wirklich eins meiner Favorite-Gerichte, weil es so schnell einfach und lecker ist. Ich genieße das jetzt noch. Weil ganz ehrlich, in 2 Tagen sieht das Ganze nicht mehr so aus. Dann habe ich keine Früchte mehr, dann habe ich keinen Joghurt mehr. Und das ist das Leckerste daran. Mm. Ganz crazy. Boah, übertrieben lecker. Boah. Oh, ein Träumchen. 10 von 10. Alles top. It is day 2 und um das Ganze mit einem guten Vibe anzufangen, dachte ich mir, setze ich ein Partyhut auf. Ich habe Hunger und ich habe mir eben schon mal überlegt, ey. Es hört sich so an, als würde ich hier auf meinem Boden Schnee liegen und ich würde damit so Boots durchgehen, ne? Ich weiß nicht, die sind so laut irgendwie, aber die sind so bequem. Also das sind auf jeden Fall die falschen Schuhe, um irgendwo einzubringen. Leute, ich habe Bock auf Pancakes. Es ist schwierig, es gestaltet sich alles sehr schwierig. Das sind so die Sachen, die ich rausgesucht habe. Ich versuche daraus Pancakes zu machen. Ah, auf jeden Fall mit Mehl. Da könnte ich dann ein bisschen Mango und Früchte drauf machen. Und Nutella, Und ich versuche hier raus ein Brot zu machen, weil ich habe noch Lachs und Avocado, die muss ich auch machen. Richtig mies vergammelt aus. Ich habe keine Brötchen oder Toast, deswegen versuche ich ein bisschen Pizzateig zu machen, um das als Grundlage zu nehmen. Da muss man nämlich nur Olivenöl und Wasser hinzufügen. It's party time! Warum steht das so? Für den Teig benötigst du nur noch Wasser, Öl und etwas Speisestärke. Speisestärke habe ich jetzt nicht. Das ist mein Heidi Klump. Ich fülle jetzt einfach das ganze Backblech damit aus und dann habe ich Brot für den ganzen Tag. Das hört sich für mich komplett... Oh nein. Wir machen Pizza-Brötchen, weil dann habe ich Brötchen. Und wenn ich das jetzt in der Theorie backe, dann müsste das ja eigentlich gehen, oder? So, ich finde, das sieht gut aus. Let's go! Ich habe Angst. Okay, ist das noch gut? Woran erkennt man denn, dass eine Banane schlecht ist? Das, was ich hier mache, ist absoluter Freestyle. Ich zermatsche jetzt Bananen. Wunderschön. Und ich dachte mir, als Milchersatz nehmen wir einfach hier so ein bisschen Joghurt. Ist ja quasi auch die flüssige Milch. Vielleicht ein Schluck Wasser dazu? Vor allem hat es ja noch so einen kleinen Kokos-Touch und dann ist es sehr tropical. Apropos tropical, ich habe so Bock auf Tropical Island. Ich habe so Bock, Sachen zu machen, Sachen zu unternehmen und so. Aber alle meine Freunde haben immer keine Zeit. Das ist so doof. Das könnte was werden. Also jetzt würde ich noch so ein bisschen Dinkelmehl hier hinzugeben. Ein bisschen noch Gefühl. Diese Backpulver. Nö, dann will man da auch ein bisschen. Ich denke mir, okay, wenn man Backpulver hinzufügt, dann backt es. Ich glaube, das ist ein bisschen zu dickflüssig. Also wenn das was wird, ne, wirklich, dann bin ich schockiert. Ich bin so gespannt. Also das ist die Pfanne, wir machen die jetzt. Ich habe gerade hier diese Butter benutzt und ich habe aufs Mindesthaltbarkeitsdatum geguckt und das ist einfach am 28.03. schon abgelaufen. Aber was soll man machen? Also wir werden es schon überleben. Wir probieren es einfach aus und machen hier jetzt so kleine Flätschens hin. Hat eine ganz verrückte Konsistenz. Irgendwie passiert gar nicht. Hallo, könnt ihr anfangen zu backen? Ihr seid Kuchen. Pfannkuchen. Also die scheinen auf jeden Fall zu backen. Irgendwie ist das komisch. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz, glaube ich. Oh shit, da entstehen einfach so richtig miese Löcher, aber ich, okay, vielleicht ich warte noch ein bisschen. Ich fühle mich gerade, als wäre ich der erste Mensch, der irgendwie kocht. Und man weiß noch nichts theoretisch über die Zutaten, wie sie sich entwickeln und so. Mit so viel Vorsicht habe ich noch nie Pfanne-Dings gewendet. Oh mein Gott! Sieht das nicht geil aus? Es ist so viel verdammtes Gefühl notwendig, um... My money don't jiggle jiggle. Das... Oh, irgendwie ja geil. Mein Top-Tipp, immer ein bisschen Wasser kochen und dann das Nutella da reinstellen, weil du schmilzt das Nutella ein bisschen und dann kannst du das so richtig geil darüber machen. Oh yeah. Ah! Ich habe meinen Finger verbrannt. Oh shit.
Oh, okay. Die Brote müssten jetzt auch fertig sein. Okay. Was ist das? Ey, Leute, das ist ja, das ist steinhart. Also ich muss sagen, Baba Frühstück, das hätte ich mir auch eigentlich aufteilen können. Hier ist noch die Avocado, ein bisschen Lachs. Ich finde, die Pancakes sehen auch richtig geil aus. Also gut, es sieht gut aus. Aber ob es schmeckt, das ist wirklich die andere Frage. Die sehr große Frage. Wir starten mit dem Pancake. Noch ein bisschen Himbeer und Nutella dran. Nein, oder? Oh mein Gott, das schmeckt so gut! Was ist das denn? Das ist innen drin so weich. Da ist ja kein Ei oder so drin. Das schmeckt so wie so ein bisschen so roher Teig, aber übel geil. Und nein, jetzt sind die Schokoladen Blaubeeren auf meine Avocado gefallen. Blaubeeren mit Zeit schmeckt ganz eklig. Die sind innen drin so übertrieben so, wie soll ich sagen, scrunchy? Mann, jetzt habe ich keine Bananen mehr. Das würde ich jetzt am liebsten jeden Tag essen, ich sag ehrlich. Ich hätte dieses Geschmackserlebnis niemals gehabt eigentlich. Doch dann wurde meiner Zunge deutlich, dass die Butter wohl doch etwas zu abgelaufen war und ziemlich sauer war. Dann hatten die beiden Streit und nicht nur die Butter war sauer, sondern auch meine Zunge. Meine Zunge brennt gerade. Hä? Ich weiß nicht, was das gerade ist, aber irgendwie brennt meine Zunge gerade. Was zur Hölle? Oh mein Gott, ich dachte, doch irgendwas von schlecht war. Ich habe gerade richtig Angst. Oh mein Gott. Wir werden schon überleben. Wir probieren einfach dieses Brot. Boah, der schmeckt auf jeden Fall wie das trockenste Brot, was es jemals auf der Welt gab. Aber er schmeckt nach Brot. Also das kann ja jetzt nur schmecken. Der Teig schmeckt ein bisschen wie ein Keks irgendwie. Aber so deftige Kekse, das hat irgendwie was. Also ich würde es wirklich liebend gern aufessen, ne? Ich habe wirklich Angst, dass ich Bauchschmerzen bekomme. Jetzt noch das mit Lachs und Avocado, barbarmäßig. Dann gönnt man sich denn schon mal so ein Brattee, ne? Wirklich eins der Schätze in meinem Kühlschrank. It's summertime. Ich meine, sonst trinke ich eigentlich auch nur Wasser, deswegen ist es mit den Getränken kein Problem. Kennt ihr das, wenn ihr euch einredet, dass ihr Bauchschmerzen habt? Mann, ich war so überzeugt von den Pancakes. Es ging von einem Extrem zum anderen Extrem. Das war echt extrem. It is evening time. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich nicht so richtig Hunger. Und nicht so richtig Bock auf was. Ich hätte Bock auf irgendwas. Ich bin auch so verwöhnt, was Essen angeht. Ich esse einfach das, worauf ich Bock habe. Dann hole ich mir das oder bestell mir das oder kaufe mir das ein. Das ist voll der Luxus, Alter. Das wollte ich schon immer mal machen. Das habe ich mal in einem Video gekauft, wo ich einen Tag nur amerikanisches Essen gegessen habe. Und ich fand das so interessant, weil das einfach so Wrap-Nudeln sind. Alter, wenn man da für eine Nudel isst, muss man einen rappen oder sind da Wraps drin oder was ist denn los da? Ja. Hammer, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich die nochmal esse. Also die waren wirklich auch ganz hinten bei mir im Schrank. Oh ja. 25.02.2022. Hä? Das kann doch gar nicht ablaufen. Oder doch? Boah, ich glaube, das sind einfach ganz normale Rahmennudeln. Und dann steht da auch noch so ein motivierender Spruch drauf, während du Rahmennudeln isst. There's no limit to success in this heaven. Heute einfach richtiges Ghetto-Armbrot. Aber liebe ich. Ich habe auch ein Kochbuch von Snoop Dogg. Da sind auch richtig geile Sachen drin. Ich habe überlegt, mal eine Woche zu leben wie Snoop Dogg. Dann würde ich halt jeden Tag hier was draus kochen. OG Chicken Waffles zum Beispiel. Dann müsste ich aber auch jeden Tag rappen ins Studio. Auch geil. Und jeden Tag kiffen. Da warte ich aber noch, bis das Ganze legal in Deutschland ist. Creamy Chicken Gumbo und Louisiana Hot and Spicy Chicken Flavor. Ich mag es eigentlich immer, wenn es ein bisschen schärfer ist, obwohl ich es auch nicht mag, weil damit ich esse dann immer so. Aber so lecker. Wisst ihr, was der Trick ist? Einfach alles mit diesem Wasserkocher zu bereiten, weil dann smackt's nämlich. So. Boah, so back in the day. Give it to me. Me everything tonight. Laber, ich hab nicht genug Wasser reingemacht. Wie kann man so schlecht sein? Oh. Geil. Ist irgendwie ein Vibe. Stinkt irgendwie nach Käsefuß. Riecht nach Käsefuß. Alter, nice. Ah. Hä? Es soll so creamy schmecken und wenn es creamy ist, dann ist es ja meistens so käsig, oder? Deswegen riecht das so nach Käse. Das riecht richtig nach Fuß. So. Satt werde ich auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist ja wirklich scharf. Oh. Aber lecker. War auf jeden Fall ein interessantes Abendbrot. Good morning, Freunde. Es ist Tag 3 und ja, ich war gestern Abend noch im Studio. Dann standen da überall so Snacks und ich war so, oh mein goodness, das sind jetzt nicht meine eigenen Snacks. Ich durfte die halt nicht essen. Es ist schon 12 Uhr, ich habe echt lange geschlafen. Ich wollte mir jetzt gerade eins von diesen drei Dingern machen. Ich habe ja so voll viele Tüten. Und das Ding ist hier, der Creme-Pudding Vanille milchsprudelnd aufkochen. Hier auch milchsprudelnd aufkochen. Und diesen Schokopudding kann man mit Wasser machen. Deswegen machen wir jetzt diesen Seelenwärmer. Und ich hoffe, dass der meiner Seele auch gut tut. Ich habe hier noch so richtig, richtig alte Schokolade gefunden. So ein Stück. Ist aber noch knackig. Vielleicht machen wir so ein paar kleine Schokoladenstücke da noch drauf. Hier sind Schokopops drin und dann habe ich das Schokopop-Songs genannt. Steht, dass das ein Tassencreme-Pudding ist und wir machen das jetzt verbotenerweise auf real OG Gangster-Shit in einer Schüssel. Boah, das riecht geil! Oh mein Gott. Ich wollte hier gerade so diesen Rand wegmachen, damit das so cool aussieht. Und dann habe ich das gerade mit so einem Toilettenpapier gemacht und wollte ich das gerade in den Müll werfen. Und jetzt sieht es einfach so aus, als hätte jemand sein vollgekacktes Klopapier aus Versehen gegen meinen Mülleimer geworfen. Wisst ihr, ich wollte das so machen, dann ist es an meiner Hand kleben geblieben. Ich so, und dann ist so, ach. Also das ist nicht doch mal gelungen. Let us try this. Ein Löffel mit allem. Boah, schmeckt
wirklich krank. Man muss viel öfter mal Sachen einfach zusammenwürfeln. Das kommt geil. Das schmeckt so, als hätte sich da jemand so 5 Jahre drüber Gedanken gemacht, dass es so perfekt zusammenpassen würde. Ich kaufe generell gerne Dinge, die ich nicht kenne. Was ist das, eine Kokosnuss? Ich habe Angst, das aufzunehmen. Was ist das? Ich fühle mich gerade wie straight up bei einer Dschungelprüfung. Ich weiß halt auch nicht, ob es schlecht ist. Oder gut, was ist das? Das sind so, das ist wie so Eier. Das ist so glimmerig, das ist so eklig. Ich schwöre, ich bin bei ganz Haut. Was ist das denn? Hey, bitte sagt mir mal, dass ihr findet, dass das irgendwie appetitlich aussieht. Ich finde, das sieht aus wie mit Schlüsselalbtraum. Jetzt haben wir die hier auch noch. Ich glaube, da stand dran Baumtomate oder so. Man kann das alles gar nicht richtig schneiden. Okay. Das ist ja auch verrückt. Also das kann man hier relativ leicht rausdrehen. Was ist das? Oh mein Gott, ist das das? Das ist irgendwie so eine Mischung aus Kiwi und ich weiß auch gar nicht mehr, ob man das noch... Was ist das für ein Geschmack? Wo wächst sowas? Das gab's mal bei Rewe. Die haben da manchmal so komische Sachen. Oh mein Gott! Bäh! Ich kann nicht mehr. Diese Caramel Cashews sind einfach so lecker. Ich erinnere mich die ganze Zeit von denen. Da muss man was Normales essen. Ich habe mir überlegt, jetzt einen Maiskolben zu machen. Mit Hähnchen. Und ich habe noch... Oh, ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Diesen Dip vom ersten Tag. My money don't jiggle jiggle. It falls. Ja, geil. Kann es sein, dass hier draus gleich Popcorn entsteht? Oder ist diese Geschichte nur frei erfunden? Die dünnsten Frying ist. Ich mache mir sogar noch einen Salat dazu. Oha, das sieht so aus, als hätte ich gerade ein mieses Barbecue in meinem Garten veranstaltet. Obwohl ich nicht meinen Garten habe, also macht das mal nach. Mein Salat sind einfach nur Paprikastreifen geworden. Also das ging jetzt wirklich schnell. Ich schwöre auf alles, ich hätte mir jetzt einfach einen Döner geholt. Hätte ich jetzt so in den Kühlschrank geguckt und das gesehen, wäre ich so, nee, kann auch gar nichts. We like it. Ja, ich glaube, kann man noch essen. Maiskolben, richtig geil, einfach ein bisschen Salz. Dann kann man den einfach ein bisschen abknabbern. Man braucht nicht mal seine Hände, sondern erstmal so die letzten richtig frischen Sachen. Ich so eine 7 von 10 Punkten das Essen. Oder vielleicht eine 6,5. Welcome zu Tag 4 und mir ist was eingefallen. Und zwar habe ich ja wirklich alle Schränke ausgeräumt, aber ich habe irgendwie das Wichtigste vergessen, da wo man die Reste aufbewahrt, damit sie länger frisch bleiben, und zwar die Gefrierkultur. Ich habe hier noch so eine Bio-Acai-Püree-Bowl und Apfelsaft hinzufügen. 140 Milliliter für eine Bowl, das schätze ich mal ungefähr ab. Das kann man auch nicht an einem Sonntag machen. Dein ganzes Haus war. Gut, dass heute Sonntag ist. Oh mein Gott. Das ist ja übel kalt, ne? Und wenn man jetzt was drauf hat, was übel warm ist, dann wird das, was übel heiß ist, ja übel kalt. Deswegen habe ich jetzt hier so pinke Schokolade gefunden. Und wir haben auch noch Kuchenglasur. Dann natürlich auch ganz viele Kakaonips. Die Sachen würde ich alle sonst nie benutzen. Deswegen ist das jetzt gerade ganz blau. Oder wir schmelzen das in meiner kleinen süßen Pfanne. Wenn wir das darin schmelzen. Yeah. Wir nehmen jetzt einfach so ein bisschen Schokolade und drizzeln das jetzt hier so ein bisschen drüber. Also das... Jetzt einfach so ein paar Pünktchen da drauf. Hallo. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt, Freunde. Das ist die fertige Frühstücksbowl. Ich bin gerade schon wieder geschockt, ne? Wie kann so etwas Geiles entstehen? Und schaut euch das mal an. Das ist einfach... Das ist die Schokolade. Oh mein Gott. Hier ist auch so ein Stück Schokolade. Okay, wir probieren das direkt mal. Sieht tausendmal geiler aus, als es ist, aber doch, schmeckt gut. Und ein weiterer Morgen, an dem ich einfach mit dem gekocht habe, mit dem, was ich da habe, nicht extra einkaufen war und kein Geld verschwendet habe. Guten Abend, hier ist der Kommandozentrale für das Essen, obwohl wir nichts haben. Ray ist ein Nudelreck. Ich habe hier so einige Nudelreste, die auf jeden Fall verbraucht werden müssen. Hier ist auch noch einiges an Tomatensauce, das benutzen wir. Ansonsten habe ich hier noch eine Zwiebel gefunden, eine kleine Cherry-Tomate, noch so eine größere Tomate und diesen Schafskäse mit Honig. Ich stelle mir, irgendwie kann das was werden, oder? Die Nudel hat gepupst. Vollkorn haben wir auch noch ein paar. Von den Gabelspackel hier haben wir noch einiges. Jetzt wird es wirklich zu wild. Okay, das ist weird. Mach heute hier richtig auf Sternekoch. Gott sei Dank habe ich noch genug Öl. Sonst hätte ich nur noch saure Butter. Okay, erstmal ein bisschen olive oil. And then we're gonna cut the Zwiebel rein. Die werden da jetzt richtig schön gedrizzelt. Wichtig, wichtig. Wir haben noch so ein bisschen Chili-Knoblauch. Jetzt sind hier 3 Knoblauchzehen drin. Ich habe jetzt so ein bisschen Honig da reinbekommen. Und ich drizzle jetzt einfach so ein bisschen Schafskäse hier mit rein. Ich glaube, die Reihenfolge ist komplett falsch, was ich hier mache. But we're going for it! Die Nudeln sind hier auch schon mies am Brodeln. So, jetzt caramelisieren wir das hier. Oh, irgendwie ist das geil. Irgendwie ist das geil. Das schmilzt so nice. Irgendwie riecht das nach Gummi. Warum riecht das nach Gummi? Ey, Manu! Shit, Alter. Ich tue jetzt hier einfach so ein bisschen von diesem Zeug rein. Oh, damn. Oh, das sind die Nudeln. Das ist die Soße. Also ich finde es absolut funny, dass da manchmal zwischendurch einfach ein Buchstabe ist. Ich finde es auch viel spannender, weil man weiß auch gar nicht, was auf der nächsten Gabel immer landet. Und die Nudeln verstecken sich auch manchmal noch Nudeln. Das ist bei anderen, die nun gleich sind, nicht möglich. Also, wow,
Okay. Voll geil zusammengemischte Nudeln zu essen. Vielleicht bin ich auch die einzige Person, die es noch nie gemacht hat, aber die Vollkornnudel hat einfach fast ein T-Shirt an. Schmeckt frisch, schmeckt nice. Good morning and welcome to Tag 5. Ich war gerade schon beim Sport und ich habe mies Hunger. Es ist schon 12.50 Uhr und ich habe mal wieder in meine Tiefkühltruhe geguckt und ich habe eine Green Acai Spinat Bowl gefunden. Dann habe ich noch so Matcha-Mandeln gefunden. Die passen von der Farbe her auf jeden Fall schon mal ganz gut dazu. Hier steht jetzt vegane Milch oder andere Flüssigkeit hinzufügen und ich denke mir so, hä? Take in some Champagne, okay? Da ist auf jeden Fall Banane, Acai und Spinat drin. Here we go! Ich find's krass, es ist einfach nicht grün geworden. Heftig. Könnte auch aus einem Abwasserkanal sein, aber es ist auf jeden Fall mehr als gestern. Das ist schon mal ganz nice. Ich topp das jetzt alles wieder so ein bisschen. Oh mein Gott, wie geil. Ich komm nicht klar. And we got some fresh mango over here. Ist ein bisschen braun an der Seite, aber ganz ehrlich, eigentlich, wenn ich in der Sonne liege, werde ich auch ein bisschen braun. Das ist eigentlich ja ganz cool so, ne? Ich schwöre, die schmeckt ein bisschen schlecht. Ich wollte sie gerade essen und sie ist aus meinem Mund wieder rausgeflogen, weil Gott sich dachte, Kim, komm, du bist so gut zu der Welt. Warum sollte ich dich jetzt in dein Unglück rennen lassen? Danke. Das ist das Frühstück for today. Schmeckt unnormal geil. Übel lecker. Plus man denkt sich auch noch, boah, ich esse Spinat zum Frühstück. Also, what you wanna tell me? Und hätte niemals gedacht, dass ich so geiles Essen aus meinen Resten zaubern kann. Good evening and evening. Ich bin gerade dabei, hier ein Kilo Mandeln, dunkler Schokolade und Erdbeere zu essen. Die Dinger sind absolut geisteskrank. Haltet euch fest, wir machen eine Suppe. Ich habe eigentlich nicht so Bock auf Suppe, aber ich habe so unnormal viel Kohlrabi. Und ich dachte, vielleicht kann man da so eine Kohlrabi-Kokoscreme-Suppe draus machen. Was mache ich hier? Ich koche hier Kohlrabi für eine Suppe. What the? Das riecht ja schon ungeil. Egal, wir machen, das wird jetzt experimentisch. Experimentierfreudig. Wir machen da noch den Rest von dem Gurkenwasser mit rein. Ihr denkt, what the fuck are you doing in your head? What are you thinking what you're doing there? Believe me, that's gonna be great. Ich bin schon wieder ganz, ganz kurz davor, da Champagner reinzumachen. Ganz ehrlich, den trinke ich einfach, nachdem ich es geschafft habe, diese 7 Wochen. Wisst ihr, wie viel Bock ich eigentlich habe, draußen essen zu gehen? Ja, caramba. Ja, richtig geil, ich fahre am Wochenende nach Köln und dann will ich da diesen neuen Zimtschneckenladen ausprobieren. Wirklich, das ist die einzige Motivation, die mir hilft, mich hier durch dieses Video zu tragen. Einfach, dass ich mir danach gönne. Ich glaube, ich mache auch einen Vlog, deswegen checkt auf jeden Fall meinen Vlog-Kanal ab, falls ihr den noch nicht kennt. Da kommen nämlich immer so Vlogs, richtig geile Videos, also viel mehr Content und so. Nee, wirklich spannende Sachen. Ihr glaubt mir das nicht, aber irgendwie riecht das gut. Das ist die halbfertige Suppe und jetzt mache ich hier einfach so ein bisschen Kokosmilch rein. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Dann habe ich noch Dattelsirup gefunden. Gar keine Ahnung, wofür ich das mal gekauft habe. Vielleicht noch einen Schuss Sojasauce, dachte ich mir. Und halt diesen Sesam. Also, wenn das schmeckt, dann mache ich ein Restaurant auf, dann mache ich alles in einem auf. Ich fühle mich in der schlecht bewertesten Schulkafeteria, die es in Deutschland und auf der Welt gibt. Ich glaube, das ist das schlechteste Gericht, was man aus diesen Sachen hätte herstellen können. Egal, ich mache einfach meine Augen zu. Okay. Ey, das schmeckt. Das kann ich gerade selber nicht fassen. Hä? Wie kann das schmecken? Ich schwöre, hätte ich auch noch Backkakao reingemacht, das hätte wahrscheinlich geschmeckt. Voll geil mit dem Sesam. Oh mein Gott. Ich kann, glaube ich, einfach nichts verkochen. Was? Ich bin einfach ein Naturtalent. Aber warum habe ich mir sowas nicht während der Suppendiät gemacht? Und jetzt eigentlich nur noch Endsport. 2 Tage. Es ist auf jeden Fall noch was da. Ich bin gespannt, was jetzt noch so passiert. Gimo! Es ist Tag 6. Es ist der vorletzte Tag. Ich habe das hier gefunden. Pancake on the go. Warum ich das noch nie gemacht habe, da steht, guck mal, Microwave Directions. Ich habe keine Mikrowelle. Das müssten wir eigentlich auch mit einem Backofen hinbekommen. Naja, jetzt gerade sieht es, finde ich, noch so aus, als würde man Kleister für einen Kunstunterricht oder so anrühren. Oh, da steht auch Best Before. Das ist auf jeden Fall am 14. Dezember als 2021 abgelaufen. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Probier mal bitte. Warum schmeckt das so salzig? Wir tun das jetzt hier rein und hoffen einfach das Beste. Ich glaube, das kann ein richtig tolles Spektakel werden. Aber sogar vegetarisch, vegan, ohne Speck. Wenn das jetzt schmeckt, bin ich einfach so glücklich. Also es ist ein bisschen durch, aber ein bisschen auch irgendwie nicht. Und es riecht irgendwie komisch. Warum schmeckt das so salzig? Ich dachte, das geht beim Backen weg. Das ballern gar nicht. Hier sieht aus wie eine Ausgrabungsstätte und die Schokostückchen werden Gold. Es ist so geiles Wetter draußen. Alle meine Freunde sind gerade draußen essen und chillen draußen ihr Leben. Aber ich werde jetzt das Gemüse hier machen. Wenn ich mich an diese Kanonknudeln rantraue. Ja komm, die steht auch gar nicht drauf, wie man die macht. Aber egal. Ich versuche hier jetzt ein bisschen asiatische Nudeln auszumachen. Ich brauche hier gerade schon mies in Chili-Knoblauchöl. Bisschen zu shine, bisschen Karoti ein. Das sieht voll gut aus gerade eigentlich. Das fühlt sich ganz weird an. Ich tue die da jetzt einfach mal rein. Keine Ahnung, was passiert. Vielleicht muss man die auch nur so ziehen lassen. Ich mache mal halb auf den Herd, halb nicht. Jetzt wird das Ganze hier mit einem Schluck Soja. Soße abgelöscht. Ja. Ich habe hier nichts gelöscht, sondern er irgendwas entfacht. Scheiße, wie krieg ich das aus? Oh mein Gott. Immer sieht man den Rauch vor lauter Dampf. Und das Schlimmste und das Stressigste ist, wenn der Feuermelder angeht. Das ist das fertige Gericht. Irgendwie sieht es ja ganz cool aus. Er ist jetzt so richtig auf Berlin angelehnt. Hier so in meinem Fenster. Scheiße. Ey, das schmeckt so gar nicht, ne? I'm hungry, man, I'm hungry. Bin ich gerade so ein bisschen verzweifelt. Also ich habe auf jeden Fall noch geschälte Tomaten und Spaghetti. Also das sieht, finde ich, schon eher nach Bella Italia aus. Ich habe Schafskäse reingemacht, ganz viel Parmesan oben drauf gemacht. Let's try this. Ah! Meine Hand verbrannt.
Mucho gusto. Also ich will das jetzt auftun. Ich bin gespannt, was der letzte Tag noch bringt. Good morning, friends. Es ist der letzte Tag. Ich will endlich... Wie kriege ich das auf? Flammenwerfer arbeiten. Und ich habe ja noch diesen Pudding, den man eigentlich mit Milchsprudeln aufkochen soll. Wir machen das aber jetzt einfach mit Wasser. Warum sieht das nach Pipi aus? Ich finde, das sieht einfach radioaktiv aus. Also in der Theorie muss hier ja einfach nur dieser Zucker so drauf. Und jetzt? Wenn gleich wieder dieser Rauch mehr angeht, raste ich komplett aus. Ja, it's caramelization. Das drizzelt aber echt. Boah, geisteskrank. Mehr. Hä, warum habe ich das nicht früher schon mal gemacht? Oh mein Gott, was mache ich? Nein. Ich habe das Ganze jetzt in den Kühlschrank gestellt. Ey, das ist wirklich hart. Okay, ja gut. Sehr, sehr süß, ne? Aber irgendwie schmeckt es gut. Inzwischen. Ich habe das ganze Ding gerade aufgegessen und jetzt bin ich irgendwie schlecht. Wisst ihr, was hier noch versteckt war? Ein übertrieben chilliges letztes Abendbrot. Ich bin richtig froh, warte mal. Die sind zwar auch schon 2021 abgelaufen, aber das ist mir so von Wayne jetzt. Ich bin ein bisschen froh, dass diese Woche vorbei ist, weil ich habe einfach Bock, das zu essen, worauf ich Bock habe. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich so viele leckere Sachen hinbekomme. Vor allem die Suppe hat mich überzeugt. Und diese Acai Bowls, das war super. Probiert das auf jeden Fall auch mal aus, bevor man wieder einkaufen geht und sich irgendwas random wieder kauft. Dann einfach erstmal gucken, was man da hat und was man daraus vielleicht zusammen mixen kann. Falls du diesen Channel noch nicht abonniert hast, dann wird es jetzt höchste Tschü-Tschü-Tschü-Eisenbahn. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Danke fürs Zuschauen. I have you lieb. Tschüss.